Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dream Screencast. In dieser Folge möchte ich euch das Project Valerie vorstellen. Das ist ein Enigma 2 Media Center und es gibt es für diverse Boxen. Also ich habe jetzt auch erst in diesem Zusammenhang festgestellt, wie für vielen Boxen doch dieses Enigma 2 schon läuft und portiert wurde. Und da so, überall sollte eigentlich auch dieses Media Center funktionieren. Das Media Center ist schon eine ganze Weile am Start und ich habe mich jetzt erst damit beschäftigt, weil ich natürlich mal abwarten wollte, ob da vielleicht noch eventuell neue Funktionen dazukommen und so. Und da hat sich aber jetzt ehrlich gesagt nicht viel getan. Da wird wahrscheinlich jetzt hauptsächlich aufgrund der ständigen Änderungen in Enigma 2 halt nachgepflegt und so weiter. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Zum Starten gehen wir hier auf die Wiki-Seite des Projekts. Würde ich euch bitten, dort auch den Download halt des IPKs zu machen, um halt wirklich die letzte Version sich zu besorgen. Ihr seht, das geht hier wirklich im Stundentakt, kommt ein neuer Build raus und gut. Was gibt es dann hier auf der Wiki-Seite noch so zu sehen? Also hier ist auch nochmal erklärt, wie man das installiert und so weiter, aber das sage ich euch eh gleich. Ja, hier im Wiki gibt es dann konkret noch ein deutsches How-To dazu, also was da genau zu tun ist, um das Plugin zu installieren und danach dann die englische Version. Und die Sourcen könnt ihr euch anschauen, wenn ihr damit was anfangen könnt. Und dann schauen wir uns doch das Ganze mal an, wie das sich dann konkret auf der Box so anfühlt. So, die Installation zeige ich nur knapp wieder. Es ist ja schon mehrfach gezeigt worden. Also geht ihr ins Bluepanel Dateibrowser, dann wählt ihr das IPK halt aus, drückt grün installieren, dann läuft das Installationsskript ab. Die entsprechenden Dateien werden also an die entsprechenden Stellen kopiert. Und nach der Ausführung der Installation könnt ihr hier einfach OK drücken. Das Plugin fragt leider keinen Enigma Neustart ab, solltet ihr dann auf jeden Fall manuell tun. Also wieder ins Hauptmenü, Standby Neustart, GUI neu starten und OK. So, Enigma 2 startet dann neu. Wenn Enigma 9 da ist, dann wieder Hauptmenü und hier den Project Valerie Eintrag auswählen, dann startet das Plugin. Als erstes gehen wir in die Einstellungen. Schauen wir uns kurz mal an. Assistent hier, der könnt ihr beim Start einstellen, dann kommt halt jedes Mal der Installationsassistent. Das wollen wir natürlich jetzt nicht. Dann, ob das Projekt automatisch gestartet werden soll, dann kommt jedes Mal bei Enigma Neustart oder das Valerie hier hochlaufen und starten. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Und hier habe ich noch Showmovie und TV-Shows im Main-Menü anzeigen Ja gemacht. Das Ganze mit grün speichern. Dann gehen wir auf Synchronisieren. Und gehen hier auf Blau Einstellungen. Als erstes ändern wir mal den Suchpfad. Hier habe ich erstmal alle Einträge hier gelöscht und habe meinen eigenen Suchpfad eingetragen, da ich hier sehr begrenzt nur suchen möchte. Hinzufügen also drücken, dann den Mountpfad auswählen. In dem Fall ist es hier mein NAS, also Media, Net und dann hier Q Video. Da liegen so meine Filme, die auf allen Dreamboxen zur Verfügung stehen sollen. Ich will hier den Televisionseintrag mal. Und dann kann ich hier noch mit Typ ändern, gelb, halt Movie und TV oder halt das einzeln einstellen. Das lassen wir jetzt mal so, mit Blau speichern wir das Ganze. Gehen dann auf Einstellung ändern und dort ändern wir auf jeden Fall nochmal die Sprache auf Deutsch. Dann wird in den drei Movie Database, wo das Plugin sucht, wird auch die deutsche Beschreibung gesucht und hier Film löschen.
Wenn die Datei nicht mehr gefunden werden kann, habe ich Ja gemacht. Das bedeutet also einfach, dass der Eintrag aus der Database gelöscht wird. Wenn ihr den Film manuell auf eurem Datenträger gelöscht habt, dann beenden und mit grün die Synchronisation hier starten. Auf jeden Fall beim ersten Mal die grüne Taste drücken. Ich zeige euch dann später noch. Ihr könnt dann natürlich später, wenn ihr mal die Database schon auf der Platte habt, abgespeichert habt von dem Plugin, könnt ihr auch die gelbe Taste hier benutzen. Aber bei der ersten Synchronisation auf jeden Fall die grüne Taste drücken. So, da ist die Synchronisation durchgelaufen. Dann Exit oder Back drücken, um hier aus diesem Fenster das Fenster zu verlassen. Und dann könnt ihr im Startbildschirm von Valerie schon auf Filme gehen. Seht dann hier eure Filme. Und mit einem OK da drauf startet halt der Film. Und mit der üblichen Enigma 2 Stopptaste kommt da halt dieses Auswahlmenü, was ihr machen wollt. So, was passiert jetzt, wenn ihr mal das Plugin startet und es gibt ein Update? Ihr habt ein automatisches Update eingestellt, dann seht ihr hier, das Plugin wird gestartet, es kommt sofort die Abfrage. Es ist ein neues Update da, also starten wir das halt, dann kommt dieses IPK-Fenster hier und installiert das Update. Witzigerweise hier fragt dann das Plugin schon den Enigma Neustart ab. Bleibt halt offen, warum es bei der Erstinstallation nicht passiert. So, die GUI startet neu. Dann starten wir das Plugin wieder. So, dann habe ich mir eine Einstellung gegangen, ob sich da vielleicht irgendwas geändert hat. Hat sich allerdings nichts geändert, aber ich möchte euch in dem Zusammenhang dann hier nochmal kurz was sagen. Und zwar hat das Plugin noch ein Webinterface und ihr könnt halt hier den Port, unter dem das Interface erreichbar ist, also IP-Doppelpunkt, dieser Port, könnt ihr halt diverse Logfiles, das zeige ich euch dann später noch anschauen von dem Plugin. Dann gehen wir auf Synchronisieren und zeige euch einfach mal die gelbe Taste hier. Hat sich bei mir jetzt nichts geändert. Der rast dann also relativ schnell durch und ist dann auch fertig. Dann geht er, verlasst er das wieder. Und dann zeige ich euch nochmal die Filme. Und da könnt ihr dann mit Rot und Blau verschiedene Einschränkungen, Konfigurationsänderungen vornehmen. Ich habe hier mal Ausschnitt nur gezeigt. Mit der Infotaste wird hier der gesamte Text angezeigt, falls der auf der rechten Seite im Plugin keinen Platz hat. Ja, soweit die kurze Vorschau auf das Plugin und die Installation. Jetzt mal, wie versprochen, noch das Webinterface kurz zu sehen hier. Ich habe das mal aufgerufen. Also hier habt ihr verschiedene Logdateien, was Valerie an welcher Uhrzeit um wie viel, an welchem Tag gemacht hat. Und hier können wir dann Enigma 2 Logs uns anschauen, hier die Movies uns anschauen, die TV-Shows und welche Fehler aufgetreten sind und das Ganze noch ein About und dann kommen wir sicherlich auch wieder auf die Wiki-Seite. Das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Spart bitte nicht mit Kommentaren. Es gibt sicherlich immer irgendwas zu meckern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.